إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Herzlich willkommen, liebe Nicht-Muslime, liebe Gäste. Heute haben wir ein Thema, das mir sehr ans Herzen gegangen ist und ich musste darüber sprechen. Subhanallah. Ich habe heute einen Nachricht bekommen, dass wieder einer unserer Brüder in Guantanamo, Subhanallah, dass er geschlagen wurde. Dass er missbraucht wurde, dass er misshandelt wurde. Subhanallah. Und wegen was? Wegen Verdacht. Wegen Verdacht auf Terrorismus. Verdacht. Also es ist nicht mehr bewiesen. Und jetzt kommt ja der Hammer. Dieser Junge. Ja, es war ein Junge. Dieser Junge war 16 Jahre alt, als er da reinkam. Jetzt nach 5 Jahren, als er 21 Jahre ist, kommt er raus. Und erst jetzt wird die Entscheidung gefallen, ob er überhaupt schuldig ist oder nicht. Ob der Verdacht richtig ist oder nicht. Das heißt, 5 Jahre, stell dir mal vor, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Stell dir mal vor. Stell dir vor, lieber Nicht-Muslim. Stell dir vor. Lieber deutscher Bruder, liebe deutsche Schwester, stell dir vor. Du sitzt zu Hause, trinkst gerade deinen Tee. Dir geht's gut. Du hast Kinder, du hast eine Frau, du hast einen Mann. Du hast 2 Autos, du hast ein Haus, du hast eine Wohnung, du hast was weiß ich was. Stell dir vor, in diesem Moment, wo du mit deiner Frau da sitzt, wo du mit deinen Kindern da sitzt, wo es dir gut geht, kommt jemand, nimmt er dich gefangen auf Verdacht auf Terrorismus. Er nimmt dich ins Gefängnis, er packt dich nach Guantanamo, dort wirst du geschlagen, dort wirst du misshandelt, dort wird dir jede Folter angetan, die es nicht mal im Mittelalter gab. Die sich sogar die Leute im Mittelalter vielleicht gewünscht hätten, die zu haben. Und um dich machen sich Sorgen, deine Mutter, dein Vater, deine Frau, deine Kinder. Und das Schlimme ist, deine Welt, wo du wohnst, interessiert dich nicht mal. Keiner berichtet darüber. Stell dir vor, dir wird jeden Tag Unheil und Unrecht angetan. Und keiner berichtet darüber. Keiner erzählt etwas. Wo seid ihr Fernsehsender? Dies ist eine Aufforderung an alle Fernsehsender in Deutschland. Beschreibt doch mal die Qualen, die uns angetan werden. Unseren Brüdern in der Menschlichkeit. Wir reden nicht von Religion. Unseren Brüdern in der Menschlichkeit. Unseren Schwestern in der Menschlichkeit. Was wird ihnen angetan? Und euch interessiert das nicht mal? Ihr wollt nicht mal darüber berichten? Was für Menschen seid ihr? Was für Quäler, was für Fälscher seid ihr? Aber sobald ein 13-jähriges Mädchen von einem Deutschen vergewaltigt wird in der Türkei, schon berichten alle Pressen und alle die ganze Welt darüber. Oh, die Türkei nimmt einen Gefangenen zu Unrecht und das war zu Recht gefangen genommen. Das war zu Recht, wurde er bestraft, weil er sie vergewaltigt hat. Aber dies ist nur ein Verdacht. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und nimmt dich gefangen. Und das auf Verdacht. Und dann wirst du geschlagen jeden Tag. Du darfst nicht schlafen. Jedes Mal, wenn du einschläfst, wird auf dich eingetreten, wird dich geschlagen. Subhanallah, du hast nicht mehr Zeit zum Nachdenken. Deine Sinnesorgane verschwinden. Dein Mut zum Leben verschwindet. Und das alles zu Unrecht. Und keiner berichtet darüber. Keiner berichtet darüber. Wie kann es sein? Ich sage euch, ihr Christen. Ihr behauptet, ihr habt die wahre Religion. Dann beschützt mal eure Brüder in der Menschlichkeit. Ihr sagt, Jesus liebt alle. Ihr sagt, Jesus liebt alle. Und ihr sagt, ihr wollt nur Liebe und Frieden. Wieso berichtet ihr nicht darüber, dass einem Menschen Unheil eingetan hat? Nein, stattdessen erlaubt ihr euch sogar euren Kardinalen, euren Bischöfen, dass sie Kinder vergewaltigen. Kein Wunder, dass diese Leute in Guantanamo auch diese Sachen machen. Subhanallah. Und lieber Bruder, liebe Schwester, dies für euch, passt auf.
diese Leute werden jeden Tag misshandelt. Die werden jeden Tag geschlagen. Sie werden jeden Tag, ihnen wird jeden Tag Unrecht angetan. Und ihr und diese Leute verrichten trotzdem ihr Gebet. Sie gedenken trotzdem Allah und sie haben Geduld. Und weil sie wissen, dass Selbstmord im Islam haram ist, töten sie sich selber doch nicht. Ansonsten hätten sie sich schon längst umgebracht. Aber nein, und diese Leute behaupten hier, wir wären Terroristen, wir würden selber in die Luft jagen. Warum machen das diese Leute dort nicht? Warum bringen sie sich nicht selber um? Warum? Weil es haram ist, weil es verboten ist im Islam, sich selber in die Luft zu jagen, sich selber Schaden zuzufügen. Aber denk mal nach, lieber Bruder, liebe Schwester. Diese Brüder, diese Schwester dort, sie beten trotzdem. Sie werfen ihr Angesicht nieder zu Allah. Und du, wo du in Clubs bist, wo es dir gut geht, wo du dir Hip-Hop-Klamotten kaufen willst, wo dir ein T-Shirt kaufen willst im Wert von 50 Euro, du wirfst nicht dein Gesicht nieder vor Allah. Diese Leute, die zu Unrecht bestraft werden dort, die werfen ihr Gesicht nieder zu Allah und du wirfst nicht nieder? Subhanallah, nimm dir ein Beispiel an ihn, nimm dir ein Vorbild an ihn. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du nicht betest, dann fange jetzt an zu beten. Nimm ein Vorbild von denen und fange jetzt an zu beten. Diene Allah richtig und zeige den Leuten, was der richtige Islam ist. Zeige ihnen, dass wir keine Terroristen sind. Zeige ihnen, dass man mit uns nicht spielen kann, dass man nicht Verdacht mit uns machen kann. Denn wir haben die reinsten Herzen, wenn wir Allah folgen, wenn wir uns niederwerfen vor ihm mit unserer Stirn. Und liebe Schwester, falls du kein Kopftuch hast, nimm dir ein Beispiel von unseren Schwestern in Abu Ghraib, die misshandelt werden, die vergewaltigt werden, die Kinder von Kuffar haben, zu Unrecht. Und sie versuchen trotzdem ihre Scham zu bewahren. Sie versuchen trotzdem ihr Hijab zu bewahren, ihr Gebet zu bewahren. Und du, liebe Schwester, willst dein Hijab nicht tragen? Du, liebe Schwester, willst dein Himar nicht aufsetzen? Weil dein Vater sagt, weil deine Mutter sagt, weil dein Arbeitgeber sagt, weil deine Freunde reden. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir etwas befohlen. Und du willst es nicht tun. Aber diese Leute tun es, warum wohl? Weil ihnen langweilig ist. A'udhu billah. Liebe Geschwister, wacht auf. Wir müssen aufwachen. Wir müssen den richtigen Islam praktizieren. Wir müssen den richtigen Islam zeigen. Was ist der richtige Islam? Wir müssen unseren Brüdern, unseren Schwestern zu Hilfe kommen mit unseren Gebeten, mit unseren Duas, mit unseren Bittgebeten. Und euch Medien, euch möchte gern Deutschländer, Amerikaner, ihr Sender, wo sind eure Berichte für die Menschlichkeit? Wo ist euer Herz für die Menschlichkeit? Ihr habt kein Herz für die Menschlichkeit, sonst würdet ihr berichten, was dort passiert. Aber nein, das sind ja eure Leute, die das machen. Wie könnt ihr das berichten? Geht ja gar nicht. Sonst würdet ihr selber zuerst mal anzeigen, zuerst mal selber auf euch zeigen. Nein, aber das macht hier keiner. Nein, lieber auf die Muslime. Was wollt ihr erreichen? Wollt ihr dasselbe erreichen wie damals mit den Juden? Die Juden habt ihr schon ausgerottet. Ihr habt sie tonnenweise abgeliefert. Und jetzt sind die Muslime dran? Wie viele Menschen sollen noch sterben, bis ihr aufwacht? Wie viele Menschen wollt ihr noch töten, bis ihr euer Kopf benutzt? Wie viele Leute sollen wegen euch zu Unrecht bestraft werden, bloß weil ihr nicht sendet, bloß weil ihr nichts dagegen tut? Weil ihr keine Demonstration, keine Aufwände dagegen tut. Jedes Mal kommen die Leute zu mir, ja, warum machst du keine Demonstration, dass der Islam gut ist? Dass wir gegen Terrorismus sind. Aber warum machst du, der die Medien betreut, warum machst du keine Demonstration gegen diese Ungerechtigkeit in der Menschlichkeit? Überleg mal, jemand fängt deinen Bruder, jemand fängt deine Tochter, jemand fängt deinen Sohn und steckt ihn ins Gefängnis. Er wird getreten, er wird geschlagen, sie wird misshandelt, sie wird missbraucht, sie wird vergewaltigt von Tag und Nacht, sie dürfen nicht schlafen. Und kein Mensch interessiert es. Keiner berichtet darüber. Wie fühlst du dich dann? Wach auf, wach endlich auf. Lasst uns gemeinsam aufwachen. Lasst uns gemeinsam aufwachen. Lasst uns Hand an Hand gehen gegen diese Ungerechtigkeit in der Menschlichkeit. Wir reden nicht von Religion. In der Religion, da bin ich sauer auf unsere liebe Brüder und liebe Geschwister.
Ja, ich bin sauer auf euch, dass ihr eure Gebete nicht verrichtet, dass ihr nicht euer Hijab trägt, dass ihr nicht euer Himan über eure Köpfe zieht. Warum macht ihr das nicht und diese Geschwister machen das? Warum betet ihr nicht und diese Geschwister beten? Subhanallah, wacht endlich auf, benutzt euren Verstand, lasst nicht den Shaitan mit euch spielen. اعتمادي يا إلهي.